Ja, willkommen zu Expanded Bros. Wir haben mal wieder Steven Modplay gestartet und hier eine amerikanische Flagge gehisst. Natürlich. Wir sind ich und Zellos. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Zellos hat es ausgesucht. Ich habe auch keine Ahnung. Das ist ein Spiel, in dem du quasi wie die Expendables für Amerika hier in die Schlacht ziehst. Keine Ahnung, auf irgendwelche Gegenden. Hoppala. Hat dich umgebracht, glaube ich. Da kann ich dich irgendwie wiederbeleben. Ich habe auch kein Leben mehr. Wir haben eben nämlich schon mal angefangen aufzunehmen. Warte, lass mal kurz mal gucken. Machen wir Restart Level. Ja, genau. Komm. Ich weiß nicht, wie wollen wir das machen? Wollen wir das Spiel einfach kurz anspielen oder Ich hatte jetzt einfach mal geguckt, wie die Laune ist, ne? Wie wir Bock haben. Ja, wir gucken einfach mal. Wir spielen es erstmal. Ich habe jetzt allerdings keine Stoppuhr. Wir haben es jetzt 19 Uhr. Okay. Ja, ich guck nochmal auf die Uhr. Alles gut. Ich finde das Spiel sehr unübersichtlich. Es ist ein bisschen so gedacht, so kontramäßig, weißt du, also, dass du nur Multiplayer-Kontra hast. Warte. Nein! Ach so, das war natürlich dumm. Ich bin schon wieder tot, oder was? Ja, du bist wieder tot. Weil ich denke, jemand, der in eine Explosion reinbrennt, der stirbt halt, ne? Wie gesagt, ich finde das Spiel mega unübersichtlich. Aber spiel du ruhig erstmal weiter. Ich frag mich natürlich, ob ich dich irgendwie wiederbeleben kann. Ich glaube, das sind hübsche Frauen. Oh nein, die Leute werden bedroht. Guck dir das an. Nein. Aber man sollte diesem Spiel auf jeden Fall nicht die ganze Zeit durchgehen schießen. Das ist nicht so schlau. Ah, ich lebe wieder. Ah, bei dem Checkpoint werde ich dich wiederbeleben, wie es aussieht. Cool. Guck mal, ich habe Schweine hier zum Schießen. Also was bist du für ein Messerwerfer hier, du kranker Mensch? Man kann aber nicht die ganze Zeit das gleiche spammen. Das heißt, eine Frage, die jetzt nicht kritisch gemeint ist, sondern einfach, weil es mich interessiert. Wie teuer ist dieses Spiel? Free. Free, okay. Free. Gut. Wow, das ist fast der ich. Also wer Explosionen mag, der ist hier auf jeden Fall... wir sollten uns auf jeden Fall abgewöhnen, einfach immer die ganze Zeit sinnlos zu schießen. Oh, ich habe den akquiriert für unsere Sache, wie es aussieht. Sehr cool. Wenn der nicht zu blöd wird zum Laufen hier. Ja. Für Amerika! Okay, dann würde ich sagen, wir spielen das Spiel einfach mal an, ne? Machen wir eine Folge Yay oder Nay raus. Ja. Autsch. Das heißt, du musst dann am Ende auch Yay oder Nay sagen, Zellos. Achso. Warte, dann. Entschuldigung fürs Husten. Was, wenn du jetzt zurück zum Checkpoint gehst? Werde ich dann wiederbelebt? Wir können mal gerade gucken. Nein, ich bleibe tot. Nee, du bist ja schon beim Checkpoint gewesen. Das war die Amerika-Flagge. Okay, ist das so ein Endlosspiel oder wie ist das? Ich bin mega verwirrt. Ich finde das Spiel ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Das ist einfach nur ein Multiplayer-Shooter. Weil Spaß und so. Geht Spaß. Ich finde übrigens die Typen geil, die da hängen. Kann ich den rekrutieren? Ich bin wieder da. Ich flieg weg. Wie geil ist das denn? Okay. Aber das ist einfach so ein arcadiger Shooter, wie kommt es mir vor. Ja. Also wo man einfach dann mit einem Kumpel so ein bisschen wild durch die Gegend ballert, ohne Sinn Verstand. Frage ist, ob man hier irgendwas skillen kann oder so. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, so klug gedacht ist das gar nicht, das Spiel. Und jetzt bin ich der andere, glaube ich, ne? Jetzt bist du, glaube ich, tatsächlich der andere, ja. Das hat mich gerade ein bisschen sehr krass verwirrt. Oh. Was hat der denn für Fähigkeiten? Der kann Granaten schießen auf Kreis. Und auf Dings kann er. Auf Quadrat kann er Dings. Ich finde das so geil, wie sich alle mittlerweile auf PlayStation umgewöhnt haben, weil ich immer so rumzicke und sage, ich bin nur die PlayStation-Dinger. Ich muss mir immer ein bisschen umdenken bei dir. Also das ist gar nicht mal so leicht, wie durch das. Ja, wenn man als Kind die ganze Zeit PlayStation spielt, irgendwann bist du dann. Oh. Hab ich die getötet oder? Nee, das hat der andere Typ gemacht, aber du. Na, oh. Also auch wenn das Spiel hier witzig ist und man sich denkt, hahaha, einfach viel ballern, man muss wirklich echt überlegen. Was man schießt und wann. Also so einfach sinnlos ballern ist hier nicht. Ah, und mit 3 kannst du übrigens diese ganzen Zivilisten hier ansprechen und sagen hier, kämpf für unsere Sache. Ich will sie lieber töten. Okay, du hast sie getötet. Man kann das auch mit 4 Leuten also, glaube ich, spielen. Ich lauf mal oben lang, dann gehen wir uns nicht so ganz spielen. Wieso? Deiner ist wunderbar. Ach, der hat ein Messer auf Dreieck. Das macht nicht ganz so viel Explosion. Ah. Ja, das mache ich auch gerne. Oh. Der ist gestorben. Ja. Es ist so wie Baldur's Gate, man kann scheinbar nicht unter Kisten gehen. Oh. Ist mir vorher aber auch nicht so wirklich aufgefallen. Ah, okay, das ist bei dem Kreis. Ich brauche. Aber der Zellos ist ja gleich wieder beim Checkpoint. Ja, natürlich. Oh. Und tschüss. Das ist schon irgendwie ganz witzig, aber... Für Amerika! Ja. Achtung! Den mach ich kaputt. Okay. So, ja. Was sagt denn der Chat zu dem Spiel? Das ist ein merkwürdiges Spiel. Sind sie schon zu sehr abgeschreckt oder geht's noch? Oh, dieser böse Mensch, den müssen wir verfolgen. Der hat einen Panzer geholt!
Alter, den machen wir kaputt. Oh, aufpassen, die Raketen. Man kann aber nicht nach oben schießen, das finde ich ein bisschen doof. Nee. Oh, scheiße. Aber deine Granaten hatten, ich glaube, deine Granaten haben gerade am meisten Arbeit geleistet an der Stelle. Ja, aber dann wurden wir getötet. Ich finde übrigens diese... Das wirkt aber sehr arcadig, so, so ein bisschen... Ist die Grafik... Oh. Ja, geil! Ist die Grafik so schlecht oder liegt das am Steam Remote Play? Ich glaube, das ist ein Bug. Okay. Schöner Bug. Schade. Warte, mit Maus und Tastatur kann ich nichts machen? Nee, tatsächlich nicht. Sehr interessant, würde ich sagen. Ich glaube, wir können schon abmoderieren, mein Lieber. Ja, was sagen wir zu diesem Spiel? Witzige Idee. Zu frustrierend umgesetzt. Ja, ich habe mein Problem ist eher, du hast wenig Erklärung und du wirst reingeworfen und dann musst du einfach machen. Ne? Und das ist so ein typisches Spiel, wo du tausendmal spielen musst, bis du vielleicht irgendwas zustande kriegst. Ne? Ich vergebe ein Nee. Ich würde auch eher sagen Nee an der Stelle. Schade eigentlich. Ja, dann ist ja ganz normal Yay oder Nay, da moderiere ich mal ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Yay oder Nay wieder. Auf Wiedersehen, Tschüssikowski. Bye, bye.